Willkommen zu einer neuen Folge Chemistry. Five Minutes of Science. Ich suche schon völlig panikinduziert den Timer und drücke drauf. Wir geben uns 5 Minuten auf die Uhr, da laufen sie auch schon. Es geht um Gleichgewichte, also das heißt Sekundarstufe 2, gucken wir uns das erst an. Und zwar genauer gesagt, ja gut, um die Beeinflussung von Gleichgewichten. Ja. Noch genauer gesagt. Ester-Synthese, weil es so schön ist. Also weil wir es A praktisch machen können und weil es B so schön ist. Also, und C, es ist auch super schön. Wir hatten ja schon ein Video zum Thema Gleichgewichte, Primetime, wie wir mit Lego spielen, guckt nach. Ja. Und wir hatten auch schon ein Let's Draw zum Thema Verästung. Stimmt. Da, ja. Ne, Reaktionsmechanismen müsst ihr auch können. So, jetzt sind wir aber gerade in der wahrscheinlich Einführungsphase. Gleichgewichte, wie beeinflusse ich Gleichgewichte? Weil, wenn eine Reaktion von links nach rechts laufen kann, von oben nach unten, hin und zurück, kann ich da auch dran schrauben. Genau, denn ich habe dann auch schon gemacht, bestimmt das Massenwirkungsgesetz, da könnt ihr quantifizieren, wo das Gleichgewicht liegt, ob sozusagen viel auf Seiten der Produkte liegt oder ob es viel auf Seiten der Edukte liegt. Genau, dann die Gleichgewichtskonstante, die mir quasi ausspuckt, wo es liegt, bei welcher Temperatur. Ja. Da ist aber noch nicht drin, wie ich das verändern kann. Da wird nur gesagt, dass diese Gleichgewichtskonstante abhängt von Faktoren. Ja. Jetzt sind wir dran. Ja, genau. Und nochmal ganz kurz, um es zusammenzufassen, Ester-Synthese. Wir haben eine Carbonsäure, wir haben einen Alkohol und zusammen reagieren die zu einem Ester und Wasser. Ja. Ja, das ist die Veresterung. Und aber auch Wasser und der Ester können halt eben auch zu einem gewissen Maße zurückreagieren zu den Edukten. Was deswegen die Gleichgewichtsreaktion. Tun. Ganz genau. Auch tun. Das passen sie. Genau. Das machen sie. Und jetzt sind wir ja wirklich an dem Punkt, wo wir Ester brauchen wir in der Technik. Ja. Ganz viele Aromastoffe sind Ester. Langlackentferner. Ja, da die ist eher so. Ja. Lösemittel. Lösemittel halt. Ne? Zeug. Nee, Nagellackentferner ist ja Acetaldehyd. Ja, ja. Ja, aber, ne? Also es riecht halt wie ein Nagellackentferner, wollte ich vielleicht damit sagen. Aber ganz viele Ester sind halt zum Beispiel Fruchtester aus Apfelbirne, hast du nicht gesehen? Ja. Und werden halt auch benötigt. So, wenn ich jetzt aber da rangehe und möchte die herstellen, möchte ich auch ökonomisch arbeiten. Halt möchte möglichst viel davon haben und nicht, dass mir mein Produkt wieder zurückreagiert. Ja. Und Beeinflussung des Gleichgewichts. Wir wollen also möglichst viel Ausbeute haben, kann man dazu auch sagen. So. Wir wollen also bestenfalls, um es mal so zu sagen, dass alles, was wir reingesteckt haben, an Edukten zu den Produkten reagiert. Ich habe verschiedene Möglichkeiten. Ja, ich kann die Temperatur beeinflussen, wenn das Gleichgewicht denn exo- oder endotherm ist. Also ja, ist es wahrscheinlich, aber wir müssen halt wissen, was ist es. So, wenn es exotherm ist, entsteht ja auch Hitze. Ja. Wenn ich diese Hitze irgendwie ableite, sprich kühle, aber nicht so viel kühle, dass die Reaktion nicht abläuft, dann begünstige ich damit die Produktbildung. Ja, ganz genau. Genau, weil ich ja halt quasi die Hitze, also die Energie, die entsteht, also die Energie, die freigesetzt wird, oh Gott, Energie entsteht, wie ein Reaktionsprodukt behandle. Ja. Da sind wir schon beim nächsten Thema, Reaktionsprodukt. Ja, das kann ich auch abführen. Ja, im Prinzip, wenn ich halt jetzt sozusagen das Produkt abführe, oder die Produkte Wasser oder das Ester abführe, dann will halt wieder sich das Gleichgewicht einstellen. Aber weil halt auf der Produktseite was fehlt, wird das sozusagen nachgebildet. Ja, genau. Ja. Also man vermenschlicht das Gleichgewicht immer so und sagt, das Gleichgewicht merkt, da fehlt was. Ja? Also wenn wir Wasser zum Beispiel, das ist der einfachste Fall, beim Wasserabscheider wegmachen, dann wird halt neues Wasser nachgebildet, um halt diesen Zwang, den wir aufs Gleichgewicht ausgeübt haben, irgendwie zu kompensieren. Ja. Was für uns schön ist, weil wieder Ester nachgebildet wird. Oder? Die andere Richtung, wir schieben halt Produkt nach. Ja, das ist so. Das Easyste, ne? Einfach noch mehr Produkte, Edukte. Ja, so. Oh Gott, haben wir was für Edukt? Also Produkt? Edukt. Edukt nachschieben. Vielleicht ein bisschen mehr von der Säure, damit mehr nachgebildet wird. Ja. Und push. Die Möglichkeiten haben wir. Ja. Wir haben ja auch dann in unserem Primetime gezeigt, wie das ist, wenn wir das Gleichgewicht beeinflussen, dass sich das wieder neu einstellen möchte. Ja, genau. Das ist ja der Kern der Sache. Ich finde immer so ein bisschen, die Konzentrationsänderung ist so ein bisschen nicht in der Beeinflussung des Gleichgewichtes. Ja, das ist so ein bisschen, ne, weil eigentlich stört man das Gleichgewicht und es stellt sich wieder ein. Das ist sozusagen, wenn wir Edukt oder dazugeben oder Produkt wegnehmen, das ist das, wir stören das Gleichgewicht. Das andere ist halt eine Beeinflussung von der Gleichgewichtslage, ist halt mit der Temperatur oder wenn es halt gasförmig wäre, was das hier nicht der Fall ist, Druck. Ja, mache ich immer gerne zwei Kategorien auf, aber ne, so kann man halt mehr Ausbeute, mehr Ester, mehr Produkt gewinnen. Ja, also wirklich am Beispiel von Ester, sehr angenehm. Druck ist ein schönes Beispiel, Haber-Bosch-Verfahren. Ja, klar. Gut, aber anderes Video. Nachher. Kinder. Ja. Gut. In diesem Sinne. Philipp, wir können jetzt auch 20 Sekunden irgendeinen Scheiß labern. Was geht denn so? Nicht viel. Ebenso. Dann checken wir euch ausnahmsweise mal diese jetzt noch verbleibenden 10 Sekunden. Wir können früher gehen, aber erzählt es nicht dem Schulleiter, wenn er euch auf dem Gang findet. Ne? Seid leise auf dem Gang. Oh. Ja, okay.
Gut. Tschaußen. Tschaußen.